Willkommen, Freund, Feind oder Überlebender. Das alles, was du hier siehst, vereint sind Geliebte und zugleich Gehasste der Welt. Angefangen hat es in Tschernobus. Die Menschen gangen sich aufzuteilen, zu wandern, zu überleben. Wie viel Zeit ist denn vergangen? Wochen, Monate, Tage? Jeder von uns Überlebenden weiß, wie wichtig die jetzigen Zeiten sind und war. Jeder hat seine ganz eigene Geschichte zu erzählen. Die übrigen sind jedenfalls. Die meisten retteten sich aufs Meer und hielten die hohe See für eine sichere Alternative zu überleben. Jedoch vergaßen sie die Risiken der Zeit. Der Anfang vom Ende war hereingebrochen. Hungersnöte, der Mangel an Medikamenten und Nahrungsmittel. Das Einzige, was die Menschen jetzt noch hatten, waren Lebensinstinkt und Waffen. Viele streiften durch die Lande, um einen sicheren Ort zu finden. Doch was sie noch fanden, waren Zombies und der Tod. Somit begann eine sehr schwere Zeit für jenen, der in dieser Welt überleben wollte. Die meisten liefen aus Tschernobus nach Livonia über. Doch was sie da fanden, wagte sich keiner zu träumen. In Tschernobus wusste jeder, wo die Banditen ihr Lager hatten, wo die Freundlichen sind, herumlaufen. Sie haben ihre festen Routen gehabt, haben täglich irgendwas gelootet, irgendwas gesucht, was ihnen einen Sinn gibt. Jene, die keine Zukunft mehr in Tschernobus gesehen haben, keine Aussicht, kein Neuaufbau, sind nach Livonia gegangen. Bauten diese Welt von neuem wieder auf. Sie fanden neue Möglichkeiten, sich aufzubauen. Diese Welt wieder aufzubauen. Es entstanden Gemeinschaften. Gemeinschaften, davon hat man vorher nur geträumt. Nun ist es wichtiger denn je. Jeder wusste, wie knapp es so sein wird. Essen, Trinken, Medikament. Und für manche auch. Ich sage nicht, dass die Wohnung der sicherste Ort ist. Es gibt hier sichere Zonen, aber auch diese, die von der Regierung gesucht werden. Ich habe hier schon vieles gesehen. Bären, Wölfe, Zombies, alles ist in der Lage, dich zu finden und zu töten. Wer ich bin und wie ich nach Livonia hierher gekommen bin, ja, das würdet ihr alle gerne wissen. Ich kam von Schern aus, habe dort ein bisschen neuen Equip gesucht, habe die Lande erkundet und festgestellt, dass es da sehr viele Überleben gab. Es scheint mir, als hätten sie etwas gesucht, aber nicht gefunden. Sie begaben sich also nach Livonia. Wer diese Überlebenden waren, das hat mich nicht interessiert. Ich habe mich versteckt und verborgen gehalten, dass sie mir nicht schaden können. Ich habe es gerne, wenn ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Mir kommt so vor, als hätten die Überlebenden von Tschernobus kein Schimmer, wie gut sie es da haben. In Livonia hat man schon etwas schwerer, Ressourcen zu finden. Du kannst von Glück reden, wenn du hier ein vernünftiges Auto findest und es zum Laufen bekommst. Vom Essen und Trinken ganz zu schweigen. Willkommen bei Andoria Daisy RP. In der Videobeschreibung findest du einen Link zu unserem Discord-Server, wo du dich gerne anmelden kannst, um Zugang zum Server zu erhalten. Wenn du Freunde hast, die auch gerne mitspielen wollen, kannst du diesen Link auch gerne teilen. Sollte es Probleme geben mit dem Link oder so, dann schreib das einfach in die Kommentare rein. Was ist die Besonderheit an der Andoria Daisy RP? Ja, die Besonderheit liegt einfach darin, dass wir sehr viel mit der Community zusammenarbeiten. Also zum Beispiel, wenn es ums Regelwerk geht oder bei jeder Serververlängerung, sag ich mal, da der Server auch durch Spenden finanziert wird, machen wir das zum Beispiel so, dass jeder mit abstimmen kann, zum Beispiel, ob wir die Slots erhöhen sollten, ob wir irgendwelche Bearbeitungen am Regelwerk vornehmen sollten. Oder wenn es zum Beispiel darum geht, wo die PvE und wo die PvP-Zonen sind, weil auf dem Server hier sollte jeder die Möglichkeit haben, irgendwas von seinen Wünschen mit einzubringen.
Zum Beispiel kannst du auch Berufe auswählen, du kannst deine Ideen einfach mit einbringen, du kannst es mit dem Serverteam auch gerne absprechen. Es wird auch auf dem Server, sag ich mal, tägliche Events geben, und wenn ihr Bock habt, auf eigene Events zu erstellen, könnt ihr das ebenfalls mit dem Serverteam gerne absprechen. Falls ihr noch irgendwie Fragen zum Server habt oder so, dann könnt ihr auch das in die Kommentare hier unter dieses Video schreiben. Oder ihr tretet einfach unserem Discord-Server bei und da fragt es im Support-Channel. Also da wird euch auf jeden Fall geholfen. Wie sieht es auf Adoria für Streamer und YouTuber aus? Das sieht in dem Grunde, sage ich mal, so aus, dass wir eigentlich so ziemlich Streamer- und YouTuber-freundlich sind. Das heißt, wenn zum Beispiel Radiostationen in der Welt sind, dann wird darum gebeten, dass keine Copyright-Musik oder so abgespielt wird oder allgemein Copyright-Content oder sowas, wo man halt die Zustimmung braucht. Ja, wir wollen auch nicht, dass irgendjemand Ärger bekommt oder ähnliches. Ja, zusätzliche Informationen wären zum Beispiel, dass der Server nur in Ego-Perspektive spielbar ist. Maus und Tastatur ist nicht verfügbar, weil wir wollen nicht, dass irgendjemand nachher irgendwelche Vor- oder Nachteile hat, sag ich mal, in dem Sinne, was das normale Gameplay halt angeht. Ja, da gibt es halt noch so andere Regeln und so, die könnt ihr euch im Regelwerk gerne mal anschauen. Es gibt übrigens im Discord-Server zwei Regelwerke, einmal das Discord-Regelwerk, also so wie man sich halt so ein bisschen zu verhalten hat, sag ich mal, weißt. Und dann gibt es noch die Ingame-Regeln, also die allgemeinen Server-Regeln. So, das wäre soweit von meiner Seite aus. Habt ihr noch Fragen? Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare oder hinterfragt es einfach im Support-Chat, im Discord. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, dann möchte ich nochmal erwähnen, ich habe hier in dem Server-Trailer alles eingesprochen. Es ist nicht das Beste, also falls irgendwer da draußen irgendwie ein paar Tipps hat, wie man es am besten noch einsprechen könnte oder so, könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben, und eure Meinung würde ich auf jeden Fall gerne mal wissen. So, das war's auf jeden Fall von meiner Seite aus dann erstmal. Haut rein und viel Spaß auf Adoria, Daisy RP. In der Videobeschreibung sind übrigens nur die Kanäle aufgelistet, wo ich, sag ich mal, die Zustimmung gebe, dass die das auf ihren Kanal hochladen dürfen und teilen dürfen. Andere, die nicht auf dieser Liste stehen, da sage ich gleich, möchte ich nicht, dass ihr das hochladet ohne meine Zustimmung. Möchtet ihr es hochladen und benötigt die Zustimmung, dann hinterfragt das einfach in den Kommentaren oder wir besprechen das einfach im Discord. It's caught in the crossfire.